Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Valheim im Voucher mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir müssen das Thema mit den Wölfen etwas vorziehen. Es werden immer mehr. Da haben wir mittlerweile ein Zweierjunges. Da hinten läuft, glaube ich, noch irgendwo eins rum. Die poppern sich hier, dass ich das Fleisch jetzt mal weggenommen habe. Hier sind drei erwachsene Wölfe und irgendwo da ist noch ein kleines. Das ist, glaube ich, auch ein Zweier. Und jetzt habe ich mir überlegt, ziehen wir das Thema eben vor, bringen dann die Wölfe in ihr neues Gebiet, in ihr eigenes Gehege. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir das da oben hinbauen. Und zwar ungefähr hier, wo jetzt das Fadenkreuz ist. Da möchte ich so einen kleinen Stall, der in unsere Richtung aufgebaut ist. Und da sollen die Wölfe sich dann nachher zu Hause fühlen. Ansonsten war ich zwischenzeitlich nochmal hier beschäftigt. An der Mauer und am Turm, bis ich gemerkt habe, dass die da oben eine Population starten vom Feinsten. Und da ist jetzt ganz klar, das Gelände hier ist natürlich uneben. Ich möchte trotz, dass man die Performance verbessern kann, auch nicht arg viel graben. Das heißt, wir werden tatsächlich hier eine Mauer haben, die niedriger angesetzt ist. Hier. Und die drüben etwas höher. Und weil das momentan ein unheimlicher Zeitaufwand ist mit den Steineklopfen, habe ich mich jetzt dafür entschieden, erstmal die Mauer auf der Seite einspurig zu machen, dass wir zumindest mal eine Abgrenzung haben. Ne? Die Türme hochziehen, dann werden wir den Triumphbogen noch aufbauen. Da muss ich dann mal gucken, wie ich es mache. Normal müsste ich es nämlich höher ziehen. Wahrscheinlich wird es sogar von hier so sein, dass es auf die Höhe hier geht. Ne? Das sind auch noch Lücken und so, die ich dann füllen muss. Dass es praktisch hier noch zwei hoch geht. Dann wären wir in etwa auf der Höhe von diesem Stein, wo das Fadenkreuz jetzt drauf zeigt, hier oben. Dann kommen die Lochse nämlich nicht raus. Es kommt von außen eigentlich nichts rein, außer wenn es sich durchkämpft und dann passt es. Soweit dazu. Ihmchen hole ich dann raus, wenn da hinten zugeschlossen ist, dass er praktisch nicht mehr raus kann. Ich werde hier wahrscheinlich auch eine kleine Palisade hochziehen, je nachdem, wie das mit dem Wolfsgebiet ist. Wolfsgebiet, die Größe wird so groß sein wie eine Werkbankumrandung. Die habe ich nämlich schon verbuddelt da oben und habe entsprechend um diesen Kreis rum, um diesen Radius herum einen Zaun gezogen, wie ihr hier seht. Unabhängig davon, ob berg, steil, flach, damit es einfach so ein ganz kleines bisschen auch eine Natürlichkeit noch hat, ne? Hier geht es dann einmal rum. Den Stein wollte ich erst irgendwie integrieren. Dann habe ich allerdings beim Hacken habe ich ihn zerstört. Also er sieht nicht mehr schön aus. Den bauen wir jetzt noch vollster Abgleich. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Muss ich mal hier raus geschwind. Beziehungsweise zumindest mal, dass er nicht mehr reinlugt. Dann haben wir hier jede Menge Stein. Den kann ich dann mit dem Karren abholen die Tage. Den werden wir nämlich unten brauchen. Hier selber Effekt wie bei diesen Obelisken-Typen, ne? So. Der ist auch sehr effektiv gewesen, solche großen Felsbrocken. Also ich glaube, ich muss gar nicht mehr unbedingt diese Pylonendinger da machen, diese Obelisken. Ich laufe hier nochmal durch, machen wir gleich mal ein bisschen sauber. Seht ihr, es ist alles aus diesem einen Steinbollen rausgekommen, das jetzt hier liegt. Kann ich nochmal einen? Dankeschön, Dankeschön. Und irgendwo funkelt es doch noch hier. Und die Kiste ist voll, ne? Also das war ja ein großer Felsbrocken. Vielleicht in den vergangenen Folgen sieht man das bestimmt irgendwo. Aber es ist genau der Platz, wo ich es jetzt halt machen möchte, ne? Okay. Hier ist dann die Werkbank drin und das ist praktisch die Umrandung der Werkbank. Da werden die Wölfe sich dann zu Hause fühlen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, dass wir erstmal den Boden kurz reinziehen auf die Größe, auf die wir den Boden brauchen. Und zwar habe ich mir eine Maßung von 1, 2, ich muss gerade nochmal selber abzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und auf 4, glaube ich, war es. Die Idee wäre, dass wir das auf 4 bauen. So. Ne? Das, was jetzt dabei geheult hat, war nicht mein Wolf, oder? Aber ich bin ja eingezäunt, also was soll passieren? Genau, also 4 auf 9. Kommt ein Stall hin, ähnliches Design wie das Haupthaus, mittlerer Bereich unten, aber offen. Ja? Ich werde auch später, wenn ich den Boden drin habe, entsprechend so ein bisschen zur Erde reinwallen lassen. Ich habe eine ganz gewisse Idee davon und das möchte ich heute mit euch aufbauen. Ich ziehe jetzt gerade mal kurz die Grundfläche, dass wir sehen, von was wir überhaupt reden. Sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, ne? Wenn hier diese Elemente dann mit Schnee bedeckt sind. Ich habe jetzt mal hier so ein ganz kleines bisschen das angeschrägt tatsächlich. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, auch wenn man mit der Performance das mittlerweile machen kann. Okay, jetzt geht's los. Wölfe kommen. Ja, ich hol dich, ich hol dich. Ich hol dich. Komm, hier bin ich. Geh von meinem Zaun weg. Geh von meinem Zaun weg, Alterle. Oh, das sind Zweier. Nee, ist keiner. Der sah kurz ziemlich groß aus, ne? Bin mal gespannt. Ja, aber wenn wir unten sind, ist natürlich hier, wird das Spiel natürlich... Oh, guck mal, der ist aber ziemlich geil kaputt jetzt schon. Sieht auch gut aus, wenn er so verwittert ist, gell?
Wir werden auf jeden Fall, wenn wir unten sind in unserem Bereich, hier oben keine Kämpfe haben, weil wir ja gar nicht in der Ladezone sind. Jetzt bin ich mal, so wie gesagt, hergegangen, habe hier so ein bisschen was reinlappen lassen. Müssen wir mal gucken, ob man damit dann auch gleich bauen können. Weil es soll ja auch für die Wölfe sein und kein Haus oder sowas. Ne? Ich würde jetzt tatsächlich von hier das auch noch ein bisschen so reinlappen lassen. Die Feinheiten mache ich dann später. Einfach so ein bisschen, ja. Da müssen wir dann auch noch gucken. Da würde ich tatsächlich sogar von der Höhe her gehen. Gut, jetzt pass auf. Meine Idee wäre auch, weil ich es ein bisschen filigraner halten würde, dass wir mit den Säulen hier arbeiten. Und zwar auf der Höhe ungefähr. Es kann sein, dass ich jetzt halt hier immer wieder mal aufmachen muss, weil der wahrscheinlich hier nicht heben wird. Siehst du? Da muss ich dann später ran, was den Boden angeht. Die Idee finde ich aber an sich gut. Ist das hier die Kante? Ist nicht die Kante, gell? Dann bin ich da noch gar nicht fertig gewesen, sehe ich gerade. Da müssen wir nämlich noch eins dran wachsen. Pass auf, 6, zack, boom, bam. Wir brauchen nicht überall welche, halt an diesen Gebieten, wo ich es hinmachen will. Das wäre dann einmal hier, zack und zack, weil die Mitte will ich auf jeden Fall. Fehlende Voraussetzung, das ist kein Problem. Hier haben wir Holz. Natürlich alles vorbereitet, dass wir ein bisschen was hinkriegen. Zeit haben wir auch noch genug. Heute mal ohne Speedbuild, einfach mal ein bisschen vor mich hinbauen, ein bisschen schwallern. So, das wäre dann die Grundhöhe. Dann müssen wir gucken, wie wir das da hinten machen. Da werde ich wahrscheinlich untermauern mit richtig massivem Stein. Hier, ne? Das mache ich dann nachher, wenn ich eine Dings geholt habe, ein Steinmetz. Hier natürlich, dann in die Mitte nochmal einen. Ich bin gespannt, ob das auch so aussehen wird. Es soll natürlich vom Design her so sein, wie wir das die ganze Zeit haben. Allerdings halt auf Wildnis. Also ich kann es schlecht erklären. 2, 4 auf 5. Ich wollte es nicht auf 5, ich wollte es nur auf 4 eigentlich haben. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was ich da jetzt... Ach, siehste, da bin ich durcheinander gekommen hier. Den habe ich auf 4. Ist die Frage, dann könnte ich es eigentlich anders machen. Ich richte es gerade nochmal. Ich bin hier eins weiter raus, wie ich wollte. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Grundgerüst aus diesen filigraneren Hölzern hinkriegen. Falls das nicht reicht, werde ich sie natürlich gegen Kernholz tauschen. Ich fände es aber so schöner. Insgesamt später, wenn das Gesamtbild dann ansieht. Jetzt ziehen wir hier erstmal einen Kranz außen rum. Hier habe ich es ein bisschen in den tatsächlichen Naturfelsen reinlaufen lassen. Da werden wir dann nachher schön ausgleichen. So, einmal hier außen rum gezogen, das Ding. Muss man erstmal Gedanken machen um die Dachform geschwind. Deswegen, das ziehen wir hier rum. Da wird dann wahrscheinlich der ein oder andere Eingang mit rein. Hier möchte ich, dass tatsächlich so der Haupteingang in die Stallgeschichte rein ist. Und da wir mehr als einen Wolf hier oben haben, wird es natürlich auch eine Nummer größer. So, das ist im Prinzip der Stall. Der wird ziemlich offen gebaut. Hier wird eine kleine Rückwand reinkommen, denke ich mal. Die Frage ist, da bin ich noch am Überlegen, ob wir sowas hier reinbauen. Als Rückwand, dass es ein ganz kleines bisschen mehr Tierstallcharakter hat. Schade. Das hier ist ein Stein, den ich nicht wegkriege, glaube ich, gell? Ah, doch, ein bisschen kriege ich ihn weg. Wie gesagt, ich werde das nachher dann ausgleichen. Das wäre doch als Rückwand viel geschickter oder viel schicker hier unten, als wenn ich da normales Holz reinziehe. Dann würde ich hier noch einen reinmachen. Wir können ja auch einen kleinen Hintereingang offen lassen, aber da muss ich aufpassen. Und es wird gleich dunkel. Komm, wir ziehen das mal rum. Ich kann das nachher immer noch rausholen. Voraussetzung fehlt, ist aber kein Problem, haben wir gesagt. Ich nehme gleich noch ein bisschen Holz, glaube ich, von unten hoch. So, da können wir ja hier dann auch beispielsweise das hier zumachen. Dann sind sie ein bisschen von der Witterung geschützt. Hier gibt es dann nachher einen Eingang. So, nur mal ganz grob jetzt, ne? Das bleibt vielleicht nicht so. Ich will es jetzt einfach mal antesten. Dass ich es mit den Dingern mache als Rückwand, ist mir nämlich gerade erst eingefallen. Außerdem wird es gleich dunkel, gell? Dann würde ich sagen, ich gehe kurz pennen. Hier würde ich komplett zumachen. Ich glaube, die Idee gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, ich kriege den jetzt noch hier rein sauber. Ja. Okay, Lampe habe ich nicht dabei. Dann gehe ich jetzt runter pennen. Dann kümmern wir uns um den Dachaufbau, der wird aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich. Ich kann es ja schon mal zeigen. Vielleicht bereite ich das noch eben vor, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben für die Innenausbau-Geschichten heute. Im Prinzip habe ich mir nämlich überlegt, dass wir hier jetzt endlich mal das Dach benutzen. Das wird dann 2 hoch. Ja, dann kommt hier praktisch eine doppelte Dings hin. Kriege ich den hin? Naja, mache ich, wenn es hell ist.
Also ganz normales Dach. Und dann müssen wir auch mal schauen, dass wir für ein bisschen Luftzirkulation oben wieder so eine kleine Klappe reinmachen. Dann würde ich sagen, Dachgerüst baue ich kurz auf, hole euch dann auch gleich dazu. Guck mal, wie schön die Farben hier sind, gell? Herrlich, oder? Und dann müssen wir später natürlich noch einen Weg nach hier oben machen. Den würde ich dann auch entsprechend mit Kies, dass das schön aussieht. Kleine Zäune bis hoch und dann wird es schon. Und dann sieht man von unten später diesen kleinen Stall. Die Tanne vorne nehme ich weg und baue hinten dran dann welche auf. So, ganz kurzer Schnippler. Wir sehen uns gleich beim weiteren Ausbau. Und weiter geht's. Frisch gestärkt in einen neuen Tag. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt hier endlich auch mal diese Xe mitnehmen. Kriege ich die da irgendwo aufgebaut? Hier. Und hier. Ne, so wie das in diesen Anfangsgebieten war mit diesem Überkreuzen. Ich müsste allerdings dann diese Struktur hier nochmal umbauen. So war nämlich die Ursprungsidee. Kriege ich das von hier so hin? Jo. Snapped. Das kommt wieder weg. Und dann nehmen wir den hier. Und ziehen den da runter komplett. Dann dürfte das auch nämlich normalerweise genug Stabilität haben. Zack, zack. Die Wolfsbutze entsteht. Und jetzt haben wir hier 3, 6, 9. Dann wäre bei 4,5 die Mitte. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier das gleiche Spiel nochmal hochziehen. Aber ich brauche Leiter. Ja. Einfach, dass du hochkommst, genau. Die Frage ist allerdings, das wird wahrscheinlich nicht so einfach heben. Dann müsste ich da nochmal eine Untertrennung reinmachen. Das machen wir einfach. Genau hier. Zack, zack, zack. Dann müssen wir von hier rüber. Fupp. Dann wieder eine 2 hier drauf. Sehr schön. Und dann können wir nämlich in der Mitte auch wieder unseren guten alten Rauchabzug. Obwohl die ja wahrscheinlich kein Feuer kriegen. Fällt mir gerade so auf. Hier selbe Spiel dann nochmal, ne? Mehr Unterteilung brauche ich aber dann innen drin auch nicht. Hier. Zack. Zack. So schnell entsteht eine Butze, aber den hast du falsch gebaut hier. Den musst du auf der Spur machen hier. Das passt. Ey, die Population von den Wölfen, die geht da drüben ab wie Sau, ne? Also da gibt es jetzt einen Haufen 2-Sterne-Wölfe. Okay, das passt. Dann haben wir hier wieder die Geschichte. So ein bisschen Routine im Bauen haben wir ja mittlerweile auch. Ist ja nicht mehr so, dass alles neu ist. Hier weiß ich nicht, ob ich den schon so unterlegen muss. Kann sein, dass der nochmal wieder wegkommt. Es wird schon langsam farblich da oben eng, ne? So, jetzt hat es aber in sich geschlossen auf jeden Fall eine Verbindung. Dann können wir das Dach eigentlich decken. Zumindest schon mal den ersten Teil. Dann würde ich dann mal hier das Dach nochmal wegmachen, denn wir haben jetzt hier diese Überlappungsgeschichte. Doch, nee, ich mache das so. Ich lasse es erstmal nur so. Ich weiß nicht, ob ich es hinten unbedingt überlappen lassen muss. So, die Seite und die andere Seite. Die eine machen wir jetzt hier zusammen. Dann hopfe ich kurz rüber auf die andere und dann passt es nochmal. Ah, schade. Schade. Passiert halt, ne? Oh, guck mal, hier sieht es aber komisch aus. Muss ich gleich nochmal ran. Da vertue ich mich immer noch gerne hier mit den Dingern. Ne, die müssen nochmal weg. Die müssen nochmal weg. Haben wir so angefangen, gell? So. Aber wie geil, dass da jetzt der Schnee auch drauf liegt, oder? Okay, die andere Seite noch kurz. Wo ich noch nicht sicher bin, ist, ob ich tatsächlich hier diese Durchlüftungsgeschichte mache. Aber es ist halt doch ein Stall, weißt du? Wenn der ein bisschen Luft kriegt, schadet es nicht. Die Frage ist nur, wie groß ich das ganze Ding will. Huch. So, dann haben die auf jeden Fall ihren Unterschlupf. Entweder mache ich es zu oder ich mache mir hier nochmal so eine Belüftungsschleuse rein. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Die wird halt ziemlich groß. Lass mich mal hoch. Ich weiß es nur nicht, ob ich so lasse. Aber hey, so schnell haben wir einen schönen Stall aufgesetzt. Da haben wir das Problem, dass ich jetzt... Muss ich gleich runter reparieren, sehe ich. Naja, lass den ruhig mal einsnappen hier. Weil die Werkbank da drin, die wird wahrscheinlich nichts mehr hergeben. Außer immer ein bisschen schon zugebaut. Naja, jetzt ist die Frage. Aber ich fände es halt cool. Ich fände es halt cool, wenn man das jetzt hier... noch so ordentlich zumachen
Und dann baue ich mir hier nochmal so einen Schacht hin und dann gucken wir mal. Vielleicht fällt uns ja nochmal ein anderes Design ein. So. Das werde ich gleich reparieren müssen, gell? Na, vielleicht reicht es noch für die Dinger hier. Das reicht noch. Und da müssen wir jetzt die hier wieder setzen, gell? Muss ich kurz mal gucken. Hebt es? Okay, jetzt ist das Ding kaputt. Lass mich mal das kurz von unten angucken, von den Maßen. Wobei, ich bin echt im Überlegen, ob ich die Tannen nicht einfach lasse hier. Ey, das wird zu hoch. Müssen wir halbieren. Ich gehe mal eben das Zeug reparieren, nehme nochmal ein bisschen Material von unten raus. Was haben wir hier noch? Das runtergefallene. Und dann haben die hier ihren wunderschönen Stall. Ist ein bisschen versteckt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Je nachdem, wo wir das Leuchtfeuer hinmachen. Aber ich würde fast sagen, wir pflanzen nochmal neue Bäume und nehmen dafür diesen hier weg. Wenn wir den wegmachen, sieht man die Hütte schön und lieber hinten dran noch ein bisschen zur Unterstützung. Jetzt pass auf, ich habe die Dings schon mal mitgenommen. Die brauchen wir nämlich auch, den Steinmetz. Oder doch nicht? Ah ja, vier Steine, aber vier Steine habe ich doch normalerweise in der Kiste hier noch drin. Machen wir es mal direkt passend, weil ich bin ziemlich überladen. Fupp. Dann holen wir uns den Steinmetz mal hier ran, weil wir wollen nämlich die Ecken nachher dann auf jeden Fall mit Stein ausklingeln hier, ne? Okay, jetzt pass auf, jetzt gehen wir nochmal nach oben, bevor es dunkel wird. Und kümmern uns nochmal. Das Problem ist, ich muss hier auch so eine Leiter ranmachen. Gott sei Dank gibt es die Option mit den Leitern. Hallo? Die verschwindet hier drin. Ich finde es gar nicht schlimmer, du kannst tatsächlich dann halt hier, ne? Okay, pass auf, das habe ich jetzt gerade für zu groß empfunden. Ist es auch. Lass uns versuchen, das in kleiner hier hinzubauen. Das soll ja nur ein bisschen drüber gucken. Da müssen wir natürlich dann auch nochmal... Doch, da ist ein Snap Point. Jetzt mache ich es halt mal andersrum. Die Größe wird ja dieselbe sein. Tatsächlich. Halt. Hä? Okay. Kann auch sein, dass es von der Stabilität jetzt hier dann nichts wird, ne? Das müssen wir mal kurz gucken. Wenn ich dich und dich so mache, habe ich eine Mitte. Dich und dich so. Dich und dich so. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das wäre schon machbar, ne? Das, ich glaube, das nehmen wir so. Ich glaube, das nehmen wir. Damit komme ich, glaube ich, zurecht. Weißt du? Wir müssen uns nur mal von unten gleich angucken, ob ich da noch was dazu basteln muss. So, ja, dann freuen sie sich. Außerdem, es werden immer mehr halt, wenn ich nicht aufpasse. Und ich will ja, dass sie sich vermehren, aber halt da unten, das hältst du ja nicht mehr aus in deiner eigenen Butze dann. Ne? So, dann müssen wir hier wieder. Zack. Und den hau ich mal noch so rüber. Den nicht. Oder? Hä? Warte mal, ich muss hier kurz draufstehen. Wie habe ich denn das? Ach, das habe ich hier gar nicht. Okay, umso besser. Umso besser, wenn es trotzdem funktioniert. Oh, das ist aber schön, dann haben wir das Wolfsthema im Griff. Okay. Ja, jetzt kommt es halt natürlich drauf an. Wollen wir hier? Soll man hier? Ich würde es drüber lappen lassen, um eins, wenn da noch die Möglichkeit besteht halt, ne? Ne, wir machen es anders, wir nehmen den hier zum drüber lappen lassen. Die hier nehmen wir. Ach guck mal, da unten drunter ist jetzt tatsächlich auch der Schnee weg. Das weiß ich noch nicht, ob ich da dann nochmal eine Unterstützung rankriege. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihmchen hier so mache. Nee, das hat schon eine Farbe hier, mein lieber Mann. Aber da drüben das gleiche Spiel nochmal, oder? Die hier. Die gehen nämlich ein bisschen steiler runter. Wir gehen hier vor. So. Da müssen wir noch gucken. Wo sind denn jetzt die Hölzer, die ich hier noch gesehen habe? Innen drin.
Also ein Stall ist es. Ein Stall ist es. Es sieht aus wie ein Stall und es wird auch ein Stall sein. Hier vorne muss ich mir überlegen, wie ich es mache. Da würde ich aber gern tatsächlich eine normale Wand reinbringen. Da würde ich gerne eine normale Wand reinbringen. Und zwar einmal kompletten Giebel zumachen. Damit sie auch sich ein ganz kleines bisschen geborgen fühlen können hier. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir die Schrägspitzen hier. Zack. Eine Sichtschutzseite muss, finde ich. Mach es andersrum. Hier sollen sie ja auch nicht unbedingt raus. Da ist nämlich der Hang ziemlich steil. Cool. Cool. Vielleicht mache ich es besser von da. Jo, da überlege ich mir noch was. Ach so. Wie hat mich das vorhin... Ah doch, das geht schon. Hier machen wir natürlich auch noch zu. Es wird ja keine normale Butze. Zack. Zack, dann haben sie hier einen geschützten Bereich. Dann würde ich fast sagen, dass auch hier ein geschützter Bereich hin sollte. Zum Einmummeln, weißt du? Könnte sich jetzt natürlich überlegen, ob man den Wölfen hier noch auf Feuerle reinsetzt oder so. Aber so richtig überzeugt von der Feueridee bin ich nicht. Dann würde ich hier nochmal die Geschichte zum Zumachen nehmen. Wobei, hey, weißt du, was vielleicht auch gut aussieht, wenn man das auf halb setzt hier. Weißt du? Wenn wir die manuell hier hinsetzen würden, dann ist innen drin ein bisschen mehr Luft. Hier lassen wir dann groß offen. Ja, den würde ich da noch dran setzen. Und jetzt bauen wir mal die Leitern kurz ab. Natürlich kann man jetzt hier noch ein paar Feinheiten machen. Ich würde jetzt allerdings mal kurz pennen und gucken, wie das ganze Ding bei Tageslicht dann aussieht, ne? Und die eine Tanne, ich habe mich jetzt entschieden, die kommt fort. Die da kommt jetzt weg. Die würde ich jetzt auch gleich noch wegmachen, bevor es dunkel wird. Und dann gehen wir pennen. Habe ich meine Axt dabei? Sieht sie jemand? Ich sehe sie nirgends. Ne, machen wir es morgen früh. Ah. Ja, das wird. Schöne kleine Wolfsburg. Ein paar Feinheiten können wir noch machen oben. Vielleicht da noch ein bisschen zu, da seitlich offen. Schauen wir es uns mal an, wenn es hell wird. Ich gehe noch einmal runter, schlafen, mach hell. Und dann hauen wir die eine Dings hier weg und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an in aller Ruhe. Und bringen natürlich die Wölfe hoch. Im Frühtau zu Berge. Ja, der muss weg, dass man ein bisschen was von der Hütte sieht. Die 10 Box da vorne, die werde ich wahrscheinlich jetzt auch wegmachen, weil wir haben echt ganz viele Wölfe. Den hauen wir jetzt mal kurz weg. Ah, es scheint heute nicht so tolles Wetter zu werden. Ja, jetzt darfst du bloß nicht selber. Fliegt auf mein Haus, das war fast klar. So. Ja, ja, ich muss halt reparieren. Muss ich sowieso. Boah, geil, jetzt erleben wir das Ganze schon mal bei Schnee. Und zwar bei richtigem Schnee. So, die Geschichte ist durch. Ah ja, das kommt super. Hier vorne gefällt es mir natürlich noch nicht so wirklich. Da würde ich dann tatsächlich sagen, auch hier machen wir den Giebel zu, aber nur obenrum. Nur obenrum. Oder wenn sie sich wohlfühlen. Das ist auch ihre Heimat, weißt du? Und diese Walheimwölfe, die sind ja sowieso ultra abgehärtet. Gegen Wetter. Geschwind mal ein gutes Gewissen gemacht bezüglich Feuer setzen, ja oder nein. Dann müsste ich den Seitenspitzen wegmachen. Aber seit ich jetzt gesehen habe, dass die hier reinlappen können, da können wir überlegen, ob wir den ganz oben auflassen. So. Ja, den Spitzel lasse ich offen. So, die Kiste kommt ja nachher wieder weg. Dann haben sie hier ihren Chillerbereich. Vorne würde ich ein bisschen Erde reinlappen lassen wollen. Und was mir jetzt noch wichtig gewesen wäre, hier noch kurz unterfüttern, wenn das geht. Ja, den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres hier reinkriegen. Warte mal geschwind. Ne, dann müsste ich jetzt nochmal umbauen, aber das siehst du ja auch fast nicht. Es sei denn, ich mache hier so eine direkte. Ja,
Das passt doch auch. Das passt doch auch. Und wenn wir jetzt hier einmal auffüllen. Perfekt. Und dann einmal abschrägen. Ja, ungefähr. Da gehört jetzt allerdings dann noch einer davor, gell? Ja, aber das sind jetzt wieder so Spielereien, die muss man nicht unbedingt machen, finde ich. Schaue ich mir dann an. Was ein bisschen armselig noch ist, in Anführungszeichen, hier müsste ich den vielleicht einen besseren Laufweg reinbauen. Ich weiß nicht, ob sie dann da einfach so hochkommen. Hier könnte man auch ein bisschen abflachen noch. Weil die haben ja hier... Ja, da haben sie ein bisschen bessere Fläche. Hier würde ich dann später sagen, bauen wir noch ein paar Bäume hin. Und weil ich es jetzt gerade sehe, wäre es vielleicht doch cool, wenn wir das Dach hier integrieren würden. Der kommt weg. Die Leiter hier, die lassen wir. Den lassen wir auch integrationstechnisch. Den würde ich am liebsten auch noch so machen. Und den würde ich auch am liebsten so machen. Ah ja, Wolfsputze. Wahrscheinlich klettern sie uns hier auf dem Dach rum. Aber weißt du was? Wenn sie Spaß damit haben. Mir gefällt es gerade ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist super entspannend gewesen jetzt. Genau das, was ich gebraucht habe. So. Ja, da können wir ja dann überlegen, ob man hier vielleicht noch... Ne, das ist der falsche. So. Weißt du? Hier könnte man sich auch überlegen. Darf halt nur nicht. So, und dann gehen wir nochmal auf leichtes Abflachen. So. Dann integriert sich das Haus wunderschön. Hier dieser Aufbau gefällt mir besonders gut. Wir könnten natürlich jetzt überall noch gucken, ob wir das Dach drüber lappen lassen. Vielleicht mit dem anderen. Nee. Wenn mit ihmchen. Das war nichts. Zack. Da müssen wir allerdings vorne den Ding noch ein bisschen rausziehen. Jetzt guck mal, da haben die einen Rückzugsort. Gerade jetzt wird es auch richtig ersichtlich mit dem Wetter, finde ich. Das ist absolut top gerade. So, das darf da ruhig ein bisschen rausspitzeln, finde ich. Hier auch. Den Eingang, da würde ich echt aber tatsächlich mal das Dach hier vielleicht dran machen. Dass es mehr als Eingang ersichtlich ist. Dann hier wieder... Oh, das wird richtig stylisch, je mehr wir da gerade rumballern. Ja. Und. Ja, leider weg. Leider weg. Auch du und du. Halt, hier will ich wieder den hier nehmen. Und den brauchen wir hier nochmal. So, da könnte man es jetzt noch rausziehen oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Wichtig ist für mich, ich mache das jetzt alles mal weg. Ich werde nur wahrscheinlich das, was hier drin ist, nicht alles tragen können, das war mir klar. Müsste ich den Karren holen? Kriege ich die Sachen schon mal weggebaut? Dann räume ich das nämlich jetzt alles mal hier in die Kiste kurz ein. Die Wölfe haben ja nichts gegen die Kiste. Richtig, und dann habe ich nämlich hier auch schon gleich das Futter. 20 hier ins Eck. 20 hier ins Eck. Dann können die nämlich sich weiter vermehren. Und mittig nochmal 10. So. Holen wir sie hoch, oder? Wie gesagt, es soll ja ein Stall sein. Was jetzt halt hier noch offen wäre aus meiner Sicht, sind tatsächlich solche Geschichten, dass ich, sagen wir mal, das hier so mache. Weißt du? Das habe ich mir tatsächlich... im Anfangsstadium dieser Bauphase schon überlegt, dass ich hier die... Dieser Stall soll ja... Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, gell? Hier kann man sich noch ganz viel überlegen, Kleinigkeiten. Wichtig ist, sie sind windgeschützt, da können sie zusammenkuscheln und dann passt es. Hier würde ich noch ein bisschen... Ja, was heißt, das ist hier nicht möglich? Doch, doch. Ich finde es gut. Oh, ich finde es gut, kann ich das sagen. Ich stelle mich mal hier rein und mache es ein bisschen flacher. So ist okay. Ich glaube, wir holen die Wölfe. Die Sachen, die jetzt hier noch rumliegen, die werde ich dann später holen. Das packen wir jetzt alles in die Kiste, weil das brauche ich spätestens, wenn wir weiterbauen. Oh. Okay. Wir benötigen jetzt gleich, wenn sie hier dann so rumlaufen,
Das muss ich noch wegschlagen, die muss ich noch abholen. Ja, haben sie einen schönen Bereich, oder? Dann gehen wir demnächst Tannen pflanzen. Ich habe nicht zufällig Tannensamen gekriegt, ne. Ich gucken. Okay, pass auf, ich hole die jetzt hoch, die Jungs. Hier muss ich nochmal ran. Das machen wir jetzt noch. Den Baumstumpf weg, genau. Und hier muss ich nochmal ein Stückle Zaun integrieren. Ich nehme an, das, was sie hier gleich hochholen. Sind wir mal gespannt, ob sie so, wie ich mir das vorstelle, mitkommen. Herrlich. Schön. Jetzt hoffe ich nur, dass hier keine Patrouille oder so irgendwas und dass alle Kleinen mittlerweile groß sind. Die klappe ich mal kurz in die Richtung. So. Wollen wir sie auf einmal probieren? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wölfe schon in der kurzen Zeit, oder? Oder nur die mit den Sternen hochbringen. Eine Stern. Nee, ich bin da nicht so. Man kann sich auch einen Wolf-Breeder bauen, habe ich jetzt mittlerweile schon mitgekriegt. Das bin nicht ich. Die sollen machen, wie sie wollen. Mir ist wichtig, dass ich eine kleine Herde Wölfe habe einfach. Ne, ich brauche jetzt nicht nur zweier Wölfe. Die gehen ja hier trotzdem kaputt, wenn man nicht aufpasst. Ne? Ja, ja, jetzt müsst ihr nur alle mitkommen hier hoch. Und dann wäre alles gebongt. Schön. Ist das der Wahnsinn? Und das ist ja auch eingegrenzt hier oben. Das heißt, sie werden irgendwann aufhören, Nachwuchs zu kriegen und dann geht es. Wir müssen ab und zu nochmal gucken, was ich erfriere. Ach, weil ich nass hoch bin. Das ist okay. Ich gehe gleich runter. So, ich mache zu. Ich mache hier mal doppelt zu. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht sterbe, ne? So, wie viel folgen mir noch? Vielleicht mal ein paar mit reinziehen, wo das Futter liegt. Wenn wir uns vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen, obwohl jetzt sind wir schon fast am Ende von der Folge. Aber irgendwann, wenn wir uns mal... Guck mal, der geht auch schon zum Futter, der auch... Und, Achtung, gleich das nächste Baby. Dürfte ein garantierter Zweier geben, bei denen hier, ne? Also ein Zweier wird es auf jeden Fall, so wie ich die zwei hier sehe. Die sind aber jetzt nicht mehr auf Folgen, oder? Sieht aber fast so aus. Guck mal. Jetzt haben sie Babys gemacht. Ich guck mal, ich check die beiden gerade mal eben. Wolf bleibt. Wolf bleibt. Alles klar. Meine kleine Wolfszucht. Die gehört normalerweise auch noch weg hier. Die Tanne, dann sieht man sie besser. Aber irgendwie finde ich, soll das ja auch in der Wildnis hier sein. Jetzt pass mal auf, ich switch nochmal ganz kurz um. Dann gucken wir uns das nochmal von außen an. Ich muss nur schnell schauen, dass der Alterle gleich trocken wird. Ist ja deine Tränke nicht mal dabei. Warte mal geschwind. 19 Sekunden. Na, das reicht doch, oder? 13, 12. Sag mal, wenn ich oben drin bin in der Hütte, habe ich doch keine Probleme gehabt, oder? Nee, hier ist Schutz. So, ich switch nochmal ganz kurz um. Ich will mir das mal von außen angucken kurz. Also ich bin begeistert. Mir gefällt es hier drin im Schnee. Man sieht es natürlich jetzt von unten nicht so, weil die Hütte nicht so groß geworden ist. Aber ich glaube, die eine Tanne mache ich noch weg hier. Mach hinten dran lieber noch ein bisschen mehr Wald und setz dann das Feuer auch irgendwo auf. Ich glaube, jetzt wird es schon dunkel. Guck mal, ist doch schön, oder? Gemütlich, entspannt. Hier sieht es ein bisschen seltsam aus, weil kein Schnee drauf liegt auf dem unteren Dach. Mir gefällt's. Ist genau die richtige Größe, nicht übertrieben, alles gut. Bisschen zu klein ist es vielleicht, das Gehege. Das können wir aber irgendwann erweitern. Setzt man hier noch eine Werkbank rein, macht nochmal den Halbkreis Zaun dazu, dann haben sie mehr Auslauf. Ne? Je größer der Auslauf, desto mehr vermehren sie sich halt auch. Okay, jetzt fehlt hier noch ein Weg runter zu unserer Burg. Zu unserer Butze und dann ist gut, oder? Schön.
Schön integriert. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter. Wolfsgeheul ist jetzt aus der Base raus. Jetzt können wir da wieder in aller Ruhe vor uns hin schnacken. Ich freue mich auf euch. Bis dann.